Kriegen wir unsere Revanche sozusagen. Ah, hier haben wir wieder ein paar Nebenmissionen von Du und von KW. Wer ist denn Du? Ach, Mingo ist das, okay. Ah, Devlin. Willkommen im Untergrund. Was halten Sie von all dem hier? Sie haben hier ziemlich was am Laufen. Sie genießen ganz offensichtlich den Respekt dieser Leute. Respekt ja, aber Loyalität ist schwieriger zu finden. Darüber wollte ich mit Ihnen reden. Ich habe da ein kleines Problem. Hat es zufällig einen Namen? Oui. Francine, ich wollte sie heiraten. Wenn Sie Probleme mit Ihrer Freundin haben, heulen Sie sich woanders aus. Ex-Freundinnen sind nicht mein Ding. Lassen Sie es mich erklären. Vor der Besetzung war ich Vorarbeiter in einem Motorradwerk. Auf Befehl der Deutschen wurde das gesamte Werk in eine Waffenfabrik umgewandelt. Einige der Männer widersetzten sich dem Befehl. Diese Männer sind jetzt hier unten. Was hat Francine mit der Sache zu tun? Ich hatte eine Liste meiner Spitzel, Arbeiter, die ihr Leben riskierten, um uns mit Informationen über die deutsche Rüstung zu versorgen. Francine hat sie gestohlen. Sie hat uns an die Deutschen verkauft. Warum? Es gibt Gerüchte über Francine und einen Deutschen. Sie hat ihn hinter meinem Rücken gefickt. Was weiß sie sonst noch? Genug, um uns alle zu töten. Das Miststück hat schon immer die Beine breit gemacht. Ich kümmere mich drum. Und noch etwas, Devlin. Francine trägt ein Medaillon. Es war ein Geschenk von mir. Ich will es zurück. Ich werde sehen, was ich tun kann. Francine ist Sängerin. Sie gibt nicht weit von hier ein Freiluftkonzert. Ich will, dass die Sache heute Nacht erledigt wird. Okay. Ach, weißt du was? Wir für euch Attentatsmissionen hätte ich doch ganz gerne. Hier. Gut, wir sehen uns. Zielfernrohr. Genau mein Ding. Nee, wo sei ich anders? Kann man so drehen? Nee, wohl nicht. Hi. Une nouvelle voiture peut-être. Bitte, Altar, Drake, Silber, Silberklaue, Bauer. Ah. Ich gehe hier. No, nice. Also, das ist schon hier. Ah, das ist ja vorne gleich. Ah, okay. Okay. Na ja, gut, wird ein perfekter Schuss, ne? Runter und sich verpissen. Hübsches Lied. Nur ist es halt jetzt leider ein letztes. Ernsthaft, davor ist einer. Scheiße. Okay, ich hab's. Wagen auch schon so gut sind in der Stelle. Das rote Zeug.
Was? Wer ist geflohen? Okay. Okay, put up mehr Jung, okay. Scheiße. Nee. Warum brauchen wir denn das wieder Jong? Warum will er denn das Scheiß wieder Jong jetzt haben? Ach. Jetzt aber das braucht. Mit dem Scheiß wieder Jong, weil ich mich jetzt umbringen lassen, da weh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, ist eine Deckung hier. Nehmen wir es mal, ne? Danke. Oh Gott. Okay. Alles gut. Ist doch ganz normal, wenn die Leute vom Dach springen. Glück gehabt, dass ich überlebt habe. Alter, der will jetzt mit der Jungen haben. Oh mein Gott. Naja, jetzt hat das. Wenn ich so ein blödes mit der Jungen noch umbringen lassen. Hey. Hier ist das Medaillon, das Sie wollten. Ich bin froh, dass ich das Ding los bin. Ich danke Ihnen, Ihre. Ich hoffe, Sie lassen nicht zu, dass unangebrachte Schuldgefühle diesen glücklichen Moment trüben. Sie sind ein herzloser Hurensohn, Mingo. Danke. Danke, weiß ich zu schätzen. Aber noch so eine Mission, ja, was willst du jetzt? Wenn das nicht der Todesengel persönlich ist. Ich fröstle ja schon richtig. Lassen Sie den Scheiß, Mingo. Ich bin nicht hier, um Ihr Geschwätz anzuhören. Also gut. Ich habe in Francines Medaillon geschaut. Das Sie mir brachten, nachdem... Ich weiß. Wissen Sie, was ich fand? Ein Foto von Ihnen? Nicht von mir. Von diesem deutschen Teufel. Von dem Kerl, den Francine gevögelt hat. Wie gesagt, Ehebruch ist nicht mein Metier. Ah, aber dieser Mann sollte es sein. Er leitet den militärischen Sicherheitsdienst im Industriegebiet. Selbst jetzt macht er noch Jagd auf uns. Aus reiner Rachsucht. Sie haben seine Frau getötet. Wundert Sie das? Sie war meine Frau, nicht seine. Schnauze, sie war eine deutsche Spionin, Mingo. Reißen Sie sich zusammen. Dieser deutsche Hauptmann. Sie nennen ihn den Wolf. Rebellenjagd ist sein Hobby. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns hier findet und an den Galgen bringt. Dann müssen wir eben ihn zuerst finden. Ich habe schon ein paar meiner besten Männer auf den Wolf angesetzt. Wenn Sie jetzt gehen, holen Sie sie noch ein. Jäger der Gejagten, hm. Okay, rede mit dem Kommandeur der Resistance. Okay. Ich hab Vorfahrt. Hi. So, na. Worum geht's? Der Bastard sitzt in der Falle, aber diese Scharfschützen lassen uns nicht nah genug ran, damit wir ihm den Rest geben können. Ah, okay. Hallo, cool, er sind hier hinter uns. Scharfschützen, wo denn? Da. Der Wichser schießt auf mich. Einmal.
Als dass wir in der... Fuck, fuck, fuck. Ja, hinter mir da auch welche. Ich werde mir wenigstens bis Rücken geben. Es sind zu viele. Wir können uns nicht lange halten. Ja, toll. Wo ist der? Da. Wir haben alle. Oh Gott, noch mehr Sniper? Töte Wolf, wo ist er? Er ist im toten Winkel. Dann hol ich mich. Ja, dann kommen wir Deutschen. Okay. Mein Job ist getan, Leute. Ah, jetzt sind hier alle schön weiß. Sehr schön. Mein Job ist erledigt. Sehr gut. Ja. Bis dann. Den Rest könnt ihr machen. Der geht mich nichts mehr an. Ah, toll, haben wir 3 oder was? Ah, fuck. Wollen wir nicht Glück haben? Ja, natürlich. Die spawnen sie, ne? Oh, ich habe, glaube ich, Glück. Ah, fast. Ich hätte Glück gehabt. Easy. Sehr gut. Was? Okay, und die Welt wieder ein Stück besser gemacht. Wie kann es von der Welt werden? Wie ist eigentlich noch? Ach, das hier alles noch, ne? Ach du, das ist ja noch. Okay, nur das kleine Stück hier noch, okay. Wir haben eigentlich noch das hier, haben wir da ein bisschen, das haben wir noch. Also hübsch machen müssen, ja. Nur ein bisschen. Ja gut, ich weiß auch nicht, ob das nachher mit Hauptquest da noch dazu zählt. Das ist ja, man muss ja eine gewisse Hauptquest-Reihe hier schaffen. Oder einen gewissen Fortschritt bei der Hauptquest schaffen. Ja, die Klappe. Aber geil, lief gut. Eigentlich war ja auch noch geplant, Dragon Age aufzunehmen. Das habe ich jetzt die ganze Zeit auch an Dragon Age probiert, aber leider zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft es halt immer noch nicht, was so schade ist, wenn das nicht weitergeht. Aber gut, ich habe die ersten 2 Folgen aufgenommen, deswegen habe ich das mal auf privat gestellt. Aber wird hoffentlich wiederkommen. Sonst, ja. Und. Inzwischen echt schade. Hm? Ups. Aufstehen, Soldat! Na, KW, ein Kraftwerk. Dr. Felix Kwong. Stets zu Diensten. Ich habe viel von Ihnen gehört. Ich hoffe auf Zusammenarbeit. Kommt darauf an, wie die Zusammenarbeit aussehe, Mr. Kwong. Dr. Kwong, ich bin Psychiater. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich weiß nicht. Dass Sie gerne Frauenkleider tragen? Sehr amüsant. Ihr Sinn für Humor hilft Ihnen sicher in Situationen, in denen Sie sich bedroht oder unsicher fühlen. Ein Mann in Frauenkleidern ist nicht sonderlich bedrohlich, Doktor. Vergessen Sie es. Wollten Sie mir nicht etwas vorschlagen? Ob Sie es glauben oder nicht, Mr. Devlin? Ich bin ein Soldat. Mein Schlachtfeld ist der menschliche Verstand. Mein Ziel ist die Zerstörung der Moral des Feindes. Psychologische Kriegsführung nennt man das. Erzählen Sie mir was Neues, Doktor. Das spielen wir Ihren seit Jahrhunderten, auf beiden Seiten des Platzes. Dann verstehen Sie ja sicher, warum wir unter unseren Feinden Furcht und Misstrauen säen müssen. Unsere Waffe ist ein Verräter, der in diesem speziellen Fall nicht einmal weiß, dass er ein Verräter ist. Sie haben einen Deutschen umgedreht? Wie? Mit experimentellen Drogen und Hypnose. Ich will Sie nicht mit Details langweilen. Nur so viel.
Dieser Deutsche wird tun, was ich ihm befehle. Und was befehlen Sie ihm? Die Ermordung eines Kommandeurs der Geheimpolizei namens Bauer. Sie müssen unseren deutschen Freund nur zu Bauers Hauptquartier fahren und dafür sorgen, dass er seinen Auftrag ausführt. Ich soll für einen Deutschen den Chauffeur spielen? Das wird ja immer schöner. Guten Tag, Doktor. Ich lasse Sie wissen, ob Ihr kleiner Plan funktioniert hat. Der bayerische Kandidat. Okay. Ja, dann mit dem ungepolten Deutschen ein, okay. Ah, geh da mal zu. Das Gaspedal ist rechts, Glöckmann. Also, wie ist es, ein Deutscher zu sein und so? Mein Name ist Korporal Spitz. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Oh, was ist in dem Paket? Whisky, Würste, Sexheftchen. Wow, das ist mal ein Geschenk, Korb. Wo kriegt man sowas? Ich bin Korporal Spitz. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Ja, dachte ich mir. Warten Sie einfach, Spitzi. Bauer wohnt ein Stück die Straße hoch. Jetzt geh mal zu. Wir sind da. Sie gehen voraus. Ich werde hier auf Sie warten. Der Fonds durch die Reichsmark abgelöst. Tauschen Sie Ihre Fonds und Wertgegenstände um. Warte auf den gepolten Deutschen. So, viel Spaß. Halt! Sie betreten Sperrgebiet. Ich bin Korporal Spitz. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Bitte lassen Sie mich durch. Zu welcher Einheit gehören Sie, Korporal? Wo kommt dieses Paket her? Ich bin Korporal Spitz. Ich habe ein Paket für Herrn Bauer. Da stimmt doch was nicht. Verhaften Sie den Mann. Paket öffnen! Oh nein. Oh, gut funktioniert Attentat. Kongs Plan ging gerade den Bach runter. Dann muss ich Bauer eben selbst erledigen. Okay. Immer mal ich sterben. Oh! Mein Auto! Du Stück Scheiße! Mein. Aufhören! Wie, mein Auto fährt mal zufrieden lassen? Mich anschließen ist eine Sache, warte, mein Auto zufrieden. Das kann wenig dafür. War ein toller Plan. Schön, dass ich jetzt doch durch muss und hier rumballern muss. Cool. Klasse. So. Easy. Ah, ja, okay, ich hab abknallen können. Ah, nice. Easy. Ah, okay. Ah, der hat ja gut funktioniert, sein psychologischer Scheißtrick da. Ja gut, er war eigentlich auch, ja. Er hat aber nur nicht damit gerechnet. Wo ist das hier nicht? Ich muss ganz kurz hier hin. Ja, muss ich als erstes hin. Ich würde es ganz gerne speichern. Ja.
Genau. Nice. Da haben wir einen schön gepanzerten. Okay, nice.